Folge 44 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind zurück im Berchtesgadener Land. Wir wollten hier unten weiter bauen, ein bisschen mehr für Commerz machen, was so. Und wir wollten gucken, dass wir mehr Einwohner kriegen. Wir brauchten dann nicht mehr ganz so viele, um die 30.000 zu knacken, damit wir ja auch hinbekommen, dass wir eine neue Kachel kaufen können. Das war unser Ziel, ne? So, Commerz. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Ich glaube, wir machen hier drüben noch eine Straße rein. Was sind das für eine, die wir hier haben? Eine zweispurige wohl nur, ne? Naja, da ist ja auch eine große. Dann machen wir erstmal gerade hier eine Straße rein. Einfach nur so und alles ist gut erstmal. Und dann gibt es hier den Commerz, da daneben schon. So, dann haben wir da auch ein bisschen was. Hier müssen wir dann noch ein Gebiet machen. Dann müssen wir überlegen, was wir da machen. Ich denke mal, hier machen wir vielleicht so Parks hin. Und wir können die Straße eigentlich auch da weiter reinziehen, ne? Mach die mal hier aber geschwungen jetzt. Ja, machen wir mal so. Erstmal. Und was war das? Ich hätte sie ganz gerne nur gebaut. Okay, dann geht's halt so. So, dann wollen wir so. Und so. So. Ja, machen wir erstmal weiter hier so, das passt schon. Und lassen die da wieder kommen. Dann haben wir da schon wieder ein schönes Wohngebiet, oder? Okay, dann machen wir hier parkmäßig was hin. Und wir wollen hier zur Autobahn machen wir Wohngebiet hin. Und zwar hohes, damit wir nicht so viel von den Straßen, den dicken Straßen mitkriegen, dass es ein bisschen abgeschirmt ist. So. Jetzt müssen wir natürlich noch im Wasser gucken, das hier wahrscheinlich gar nicht ist, ne? Genau so ist es. Gucken wir mal, dass wir jetzt noch hier kommen. Ich glaube, passt schon, ne? Haben wir gut gebaut. Mach erstmal so. Und das war falsch. Hier sind wir mit Warmwasser unterwegs, ne? So. Dann wieder das Normale. Und das muss hier noch ein Stück weiter. Dann ist das schon mal okay. Hier ist jetzt ein Bergrücken, ne? Ja, und da ist schon die Kachel zu Ende. Wir müssen aber trotzdem hier noch ein Stück weiter. So, dann haben wir das auch. Wasser ist gegeben, jetzt fehlt nur noch Strom. Und für Strom müssen wir dann natürlich noch eine Verbindung nach da drüben bauen mit Häusern. Oder den Park halt. Mal Parks hier, ja.
Hundepark, okay. Ich würde jetzt erstmal gucken, ob wir hier einen relativ großen Park mal hinkriegen. Tropenpark. Ne, der passt jetzt nicht so wirklich hier rein. Anglerinsel brauchen wir ja auch nicht. Der Rest geht noch nicht. Was haben wir hier? Botanischer Garten. Großer Spielplatz. Das hört sich doch schon mal gut an, oder? Zack. Alle finden das gut. Ach so, wir sollten vielleicht noch mal gerade auf Straßen bzw. Radwege und sowas gehen, ne? Können wir hier mal ziehen? Ach so, na, so direkt da dran ist nicht so gut, ne? Das passt. Dann machen wir das hier noch mal. Da haben wir das dann auch. Ja, da könnten wir es hier noch einmal machen, oder? Und hier hinten werden wir es natürlich auch machen, aber das machen wir später dann erst. Beziehungsweise, wenn wir später machen, vergessen wir es, ne? Lass den erstmal dahin gehen. Anbinden können wir das dann immer noch, oder? So, ich glaube, Strom haben sie durch den Park jetzt, der jetzt hier allerdings, der Spielplatz, der jetzt nicht so toll aussieht, ne, oder? Liegt es daran, dass Winter ist, oder liegt es daran, dass das Industriegebiet dahinter ist? Steht jetzt nicht so wirklich was bei, ne? So, dann machen wir hier solche Sachen wie einen Arzt hin und sowas. Und jetzt hier einen Friedhof hinmache, wie reicht der? Ich den daneben baue, dann reicht der tatsächlich überall hin. Dann lass den mal dahin machen. Der sitzt da nicht schlecht, ne? Ein Arzt. So, da ist zu wenig, hier reicht's noch. Dann kommt der Arzt dahin. Und auf jeden Fall sollten wir da auch ein Feuerwehrhaus hinsetzen. Das passt da nicht. Aber warte mal, das Feuerwehrhaus braucht gar nicht so nah. Das kann noch mehr hier hin. Machen wir es da hin. Gut, haben wir das auch abgedeckt. Wie sieht es mit Kriminalität aus? Die ist hier noch nicht gegeben. Da oben ist eine Station, dann reicht das erstmal. Dann brauchen wir noch ein bisschen Bildung. So, Grundschule. Okay, die muss schon hier sein. Sonst decken wir das Gebiet nicht ab. Okay. Die anderen wollen keine. Hier wollen sie auch noch eine Grundschule vielleicht haben, ne? Da hinten ist was, hier ist nix. Okay. Komm, reicht gerade noch so. Ja, haben alle ein Smiley gehabt, oder? Gut. Haben wir da auch was? Dann fährt noch ein Bus irgendwo her, oder? Der kommt von da hinten. Nee, das machen wir nicht. Der muss hierher kommen. Das ist ja nicht so dolle, ne? Hier haben wir die Anbindung. Fahren wir nur nach hier, oder? Ja, wir fahren nur nach hier, sonst ist der Bus so lang ewig unterwegs, ne, oder? Also hier durchs Industriegebiet würde ja schon mal Sinn machen, ne? Machen wir da mal an. Das hier ist nur eine Sackgasse.
Aber wir haben da irgendwelche Wege gemacht, glaube ich nämlich nicht. Haben wir wieder gut geplant. Da sind Sackgassen. Dann fahren wir da nicht lang. Dann fahren wir hier lang. Machen hier. Da ganz oder vorne will ich nicht. Machen wir da eine. Und hier eine Bushaltestelle. Dann machen wir hier noch eine hin. Fahren dann hier rein. Machen da eine hin. Da eine. Da eine. Und da eine. Da sollte die hin. So, jetzt haben wir so richtig. Hier an der Kreuzung mache ich erstmal keine. Die wollen dann hier wieder zurück erstmal fahren. Machen wir da noch eine hin, dann fährt der ganze Zeit hier rum. Und da ist nur auf der Seite. Der kommt von da. Dann würde ich vorschlagen, machen wir. Nee, machen wir schon andersrum. Da eine. Hier eine. Hier eine. Ist hier oben noch irgendwo eine? Nein, ne? Nö. Dann machen wir hier noch eine. So, dann fährt er noch da hinten. Oder? Eigentlich wollte man nicht, ne? Auf der anderen Seite machen wir's. So, dann kommt er wieder zurück. Wo haben wir angefangen? Hier. Kommt er wieder zurück, fährt hier runter, da rein. Dahin. Dorthin. Hier ist auch noch eine, dann machen wir die dann noch zu. Dahin und schließen. Dann haben wir da auch eine schöne Bushaltelinie, ne? Buslinie, nicht Bushaltelinie. Gut, dann ist das da auch erstmal angeschlossen. Und dann haben wir den auch. Die Wege wollte ich jetzt nochmal gerade gucken. Irgendwo hatte ich eben noch überlegt, fehlte vielleicht was. Und das war hier, diese Sackgasse, ne? Haben wir da irgendwo Straßen gemacht? Ich glaube nicht, ne? Gibt es hier irgendwo die Möglichkeit? Würde da gehen, ne? Mach das nochmal weg. Der war zu lang, der Weg. Wieso ist, geht er jetzt da nicht mehr hin, ne? Schnappt da nicht mehr rein. Da gefällt es mir aber nicht. Das war da, oder? Da war er auch gerade. Aber nicht so lang. So. Und passt. Da ist die Sackgasse von hinten angebunden, ne? Hier mal schnell auch noch hinmachen. Und hier können wir das auch noch machen. Da ist nämlich auch nichts gemacht worden. Und hier sollte man das ein bisschen zu früh machen wir da. Den Vorschlag ist schon anzunehmen, ne? Und hier passt so auch ganz gut hin.
Ah, hier geht leider nichts. Ja. Geht da was zwischen? Ja. Das ist doch auch gut, oder? Nur die Frage, ob das nachher noch funktioniert mit unserem Gehweg. Gut, dann sind wir da auch ein Stück weiter. Wir brauchen ganz viel Wohnraum gerade noch und das machen wir hier jetzt in die Mitte noch rein. Da machen wir vielleicht noch Kommerz hin. Könnten natürlich hier auch ein andersflächiges Ding nehmen, ne? Aber kriegen wir schon hin. So, dann haben wir das auch gemacht. Und so, da haben wir auch noch ein bisschen was. Dann sollte das gleich wieder runtergehen. Kommerz können wir auch noch nachholen gerade hier. Hier machen wir noch ein paar Tante-Emma-Läden hin. Und hier gibt es nochmal normalen Wohnraum, oder? Passt schon, oder? So sieht es doch ganz gut aus. So, da müssten wir eigentlich die 30.000 jetzt gleich brechen. Das machen wir gerade noch in dieser Folge. Sind nur noch 112. Sind gerade weniger geworden anstatt mehr. Kommt aber bestimmt noch. Jetzt sind es nur noch 95. 81, 84, 68. Na, schwankt so ein bisschen hin und her, ne? Na, klappt nicht ganz. Machen wir hier noch ein paar Industriegeschichten hin. Und hier gibt es noch ein paar kleine Läden an dieser Kreuzung. Können wir da noch was mitnehmen? Die wollten ja auch noch was haben. Und jetzt sind wir noch mit 12, mit 9. Jetzt klappt's, oder? Dreier noch. Da ist es. Okay, wir bekommen einen Hafen dazu und verschiffen. Also gut, beide Hafen, Frachthafen und normalen Hafen. Na, Kachel, Schiff kommt dazu und das war's schon. Mehr ist nicht, aber die Kachel ist für uns das Wichtigste. Einzigartige Gebäude im Wintermarkt. Der ist natürlich richtig cool, ne? Aber den haben wir jetzt nicht dazu gekriegt, oder doch? Weiß ich nicht. Könnte aber doch sein. Okay, Monumente gibt's nicht, Errungenschaft gibt's auch nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, hat das geklappt. Dann können wir jetzt eine Kachel noch freischalten, die ich ganz gerne auch freischalten möchte. Die war ja hier, weil wir wollten ja hier das Erdöl noch anzapfen. Das war hier. Da gibt's jetzt diese Kachel dazu. Ganz viel Erdöl. Und Wald gibt's auch noch. Ist nicht erschlossen, bis auf Luftwege. 13,5. Jetzt haben wir das. Wunderbar, dann sind wir erstmal damit durch mit dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch sehr gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!